Hallo, in diesem Video demonstriere ich, wie man mittelwertig einartikuliert. Hier benutze ich einen ATEX von Amann Gerbach, aber die grundlegenden Schritte sind natürlich bei jedem Artikulator gleich. Es startet alles damit, dass man den Inzisalzeiger einsetzt und den Stützstift auf 0 setzt. Dieser beträgt beim mittelwertigen Einsetzen 15 Grad. Die Kiefergelenkbahnneigung beträgt 35 Grad, hier nochmal markiert. Als nächstes bereite ich die Platten vor, auf denen später die Modelle einartikuliert werden. Diese halten per Magnet auf dem Artikulator. Eine Platte für unten und eine Platte für oben. Man sieht also, wie sie da richtig reinschnappen. Diese bilden die Grundlage. Als nächstes wird ein Gummiband einmal um den Artikulator gelegt. Man sieht hier die kleinen Einkerbungen, wo es drauf liegt. Und vorne am Stützstift liegt es auch in einer Einkerbung. Dieses Gummiband gibt uns die okklusale Ebene an. So, als nächstes habe ich mir hier das Modell isoliert. Man sieht dort einen kleinen Metallring, auf dem ein Magnet befestigt wird. Dieser dient dann also später dafür, dass man das Modell auf- und abnehmen kann von dem einartikulierten Gips, den man hier sieht. So muss man nicht immer den ganzen Block in der Hand halten mit der magnetischen Platte. Wichtig ist, dass man die Platten gut beschichtet mit dem Gips und selbstverständlich auch das Modell. Hier ist es wichtig, darauf zu achten, dass man sauber arbeitet, sodass man den Gips nicht auf die Zähne bekommt. Dann wird dort auf ein bisschen Gips aufgebaut und letztendlich das Modell draufgesetzt. Beim mittelwertigen Einsetzen ist es wichtig, dass der Inzisalzeiger zwischen die Inzisiven zeigt im Unterkiefer. Hier auch nochmal gleich auf einem Bild vergrößert dargestellt. Zwischen den Einsern an der Schneidekante. Und im Seitenzahnbereich richtet man das Modell am Gummiband an den distobukalen Höcker des Siebeners aus. Auch nochmal eben vergrößert dargestellt. Das kontrolliert man von beiden Seiten oder von allen Seiten eher gesagt. Achtet darauf, dass die Zähne auch vorne, dass das Modell vorne am Inzisalzeiger anliegt. Und dann kann man den überschüssigen Gips entfernen. Es ist wichtig, das Modell nicht zu verwackeln. Die rauen Stellen kann man auch noch mal gut mit dem Handtuch ein bisschen abreiben und dann sieht man oben im Bild, wie das aussieht, wenn es fertig ist. Als nächstes habe ich also das Oberkiefermodell mittels des Bisses, der vom Zahnarzt genommen wurde, auf den Unterkiefer gesetzt und mit etwas Heißkleber fixiert. Dann wird, wie im Unterkiefer, die Platte und das Modell mit Artikulatorgips beschichtet.
Und dann klappt man den Artikulator zu. Dabei ist es wichtig, darauf zu achten, dass der Stützstift unten aufliegt und kein Spalt zu sehen ist. Ja, wenn man dann oben auch alles hübsch gemacht hat, dann kann das so aussehen.